So, da sind wir wieder, immer noch an der Stelle, wo eben alles stattfand. Wir fahren jetzt mal zu Playboy, aber mit, nee, Playboy X war da hier. War da hier. Ja, manchmal ist man Deutsch ein wenig abgedreht, aber so kennt er mich. Hallo, das ist kein Zebrastreifen hier. Wow, Glück ab. Ey, was lauft ihr hier alle hin und her? Kann aber nicht sein. So. Ach nee, hier ist die Straße. So. Hoppla. Was passiert da hinten? Boah, habt ihr das Piepen gehört? Das ist ja krass. Nico, it's your cousin. Want to go bowling? Bowling sounds good. I will come to collect you in next hour. Ist doch nicht wahr. So, und ich fahre, glaube ich, wieder raus. Ah, Kacke. Da ist er mir entwischt. Wie heißt der? Futo, tatsächlich. Futo, so heißt der Wagen. Naja, egal. Wollen wir jetzt mal hoffen, dass Playboy X jetzt nichts gegen uns hat, nachdem wir seinen Club da haben hochgehen lassen. Aber nun gut. Reden die da gerade über uns? Keine Ahnung, über wen die reden. Hallo! Frau am Steuer, Ungeheuer oder was? Unglaublich. Fährt die mich fast an hier? Fotoshoot. Sup, Money? Not much. How are you? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah. Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. Ah, ja. But whatever. We spoke about that shit already. I give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G. Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Thank you. Some motherfucker's been calling me a phony. Calling me a snitch. Calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay, what does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now, he don't flash his guap too much. But you can see it in his eye. And he a hustler. Eh? Homie ain't too brawly, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? But sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus! Here, take this. Head down there, take a photo, send it to me, and I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Ey, jetzt muss ich Leute fotografieren, das kann doch nicht sein. Okay, ich meine, die Mission, die hat es schon so ein bisschen hingedeutet, aber nun gut. Ich finde es auch furchtbar, diese Sprache in Amerika, dieses Motherfucker. Ich finde das so furchtbar. Jedes dritte Wort ist Fuck, Motherfuck oder Motherfucker. Das ist zum Kotzen. Weißt du, und einmal um den Block, hätte der das nicht selber machen können? Das ist ja wohl nicht dem sein Ernst. Unglaublich. Baggy Club. That's why the penetrators ain't doing nothing this season. They got no one who can work the lanes, man. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. Mach ein Foto der Gangmitglieder und schick es dann, ja. Und wie soll ich das?
Ach, gucke an! Was ist denn das? Kamera! Na, sieh mal an. Was ist das? Das ist Zoom. Aber... Nein. Moment. Von hier vielleicht? Oh, was ist das für eine Kamera? Jetzt nochmal. Jetzt. Drücke Maus, um Kamera zu bewegen und WS zum... Ah, okay. Ja, aber ob der das erkennen kann? Drücke Eingaben, das Bild, um einen Kontakt zu schicken. Aha. Moment. Wir haben was bekommen. Nee. Yo, Money. Marlon's the one in the black jacket. Smoking. Sure. Ah, okay. Dann machen wir das jetzt mal wie folgt. Wir stellen uns mal hier hinter. Holen das Präzisionsgewehr. Wie ein Chirurg nehmen wir die Sache an. Und erledigen den Job. Tja, noch nicht mal. Noch nicht mal ein Fahndungslevel. Das ist ja krass. Hätte ich nicht gedacht. Marlon is dead. You the man, son. You money. You my ice cold Slavic killer. See you soon. Ja, schön, Freunde. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Bilder mit unserem Handy zu machen. Schön, schön, schön. Hey. Drecksack. Da, what the fuck, schon wieder. Unglaublich, diese Redensart. Ja, Freunde, ich werde jetzt versuchen, mich hier nochmal ein wenig aufzufrischen und hier irgendwo einen Hotdog-Stand herzubekommen. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein mit diesem Teil. Tja, jetzt hier nur noch einen finden. Boah, was will die schon wieder? Hey, Nico, it's me. Yeah? Who are you? Can you remind me? That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. It is very important that you be there. Goodbye. Hä? Okay, wir haben wieder ein Fragezeichen. Das ist doch schön. So, aber... Das bringt mir alles nichts. Haut doch mal ab hier. Mir alle aus dem Weg hier. Ich brauche einen Hotdog-Stand. Bin ich denn hier jetzt? Ja, okay, hier ist kein Hotdog-Stand. Sieht mir jedenfalls nicht danach aus. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt echt nicht. Auch wenn mir das keiner glaubt. Wieso liegt hier Müll auf der Straße? Boah, jetzt gehen sie mir aber alle auf den Nerv hier. Nico, I'm getting worried. Romance didn't get back at all last night. He likes to party. He stays out late the whole time. You know what he's like. Not on my watch, Tito. Something ain't right. Okay, Freunde, bevor das jetzt hier noch ausartet, werde ich jetzt hier mal Schluss machen und würde sagen... Wir sehen uns dann gleich mit einem weiteren Teil wieder. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.